Als ich ein Video zur Facelie oder auch zur Indianerbanane gemacht habe, gab es immer mal wieder so ein paar Stimmen, die gesagt haben, dass diese Pflanzen hier nicht heimisch sind und hier in Deutschland nicht kultiviert werden sollten. Ursprünglich kommt die Indianerbanane aus Kanada und in dem Video möchte ich mal meine Meinung dazu sagen, was ich davon halte, wenn man sagt, man sollte hier nur heimische Pflanzen anbauen. Von vornherein sollten wir uns erstmal bewusst werden, was denn überhaupt hier heimisch ist. Schließlich haben sich hier schon einige Sachen etabliert, an denen sich die Leute schon gewöhnt haben, es schon selbstverständlich sind und die sich wahrscheinlich ihr Leben damit überhaupt nicht vorstellen können, wenn sie auf diese Nahrungsmittel zum Beispiel verzichten müssen. Darunter zählen auch zum Beispiel Kulturpflanzen wie Tomaten, Auberginen, Chili, Paprika, Kürbisse, Gurke, Melone, Kartoffel und Bohnen zum Beispiel. Ich denke, die wenigsten würden jetzt einfach sagen, ich baue jetzt nur noch heimisch in meinem Garten an und würde nur hier auf diese Kulturpflanzen verzichten, weil dann zum Beispiel, wie ich finde, die Selbstversorgung nur sehr erschwert möglich ist. Denn ich glaube, die wenigsten würden halt den ganzen Winter über nur Kraut und Kräuter und Rüben zu sich nehmen. Für die meisten dann doch irgendwann zu monoton. Ich persönlich frage mich dann immer, kennen wir denn die genaue Geschichte, wie es hier denn alles abgelaufen ist? Was denn vor der Eiszeit passiert ist, welche Pflanzen dort tropisch waren, welche Überbleibsel da bestehen bleiben, wie sich das Klima geändert hat und so weiter. Und bevor jetzt irgendwelche Kommentare da reinkommen, der ist ja dumm, hat er nicht im Geschichtsunterricht aufgepasst. Zum Beispiel der Bau von den Pyramiden, wo wir heute nicht mal wissen, wie sie das mit ihren primitiven Methoden eigentlich hätten bewerkstelligen können, wenn wir das so weiterentwickelt und modern sind und die auch diese Pyramiden in diesem perfekten Winkel und die Steine exakt Millimeter genau aufeinander geschichtet haben, damit halt diese Pyramide auch besteht. Von daher gibt es sehr viele unerklärliche oder gar unlogische Sachen aus unserem jetzigen Standpunkt heraus, weil wir nicht die nötigen Informationen bzw. auch das Wissen haben oder vielleicht mal aus dem Tellerrand von unserer Verhaltens- oder Denkweise hinausbrechen, um halt diese Sachen auch richtig zu begreifen. Und das gleiche sehe ich halt auch zum Beispiel bei den Pflanzen, wenn man halt sagt, sollten nur Pflanzen wachsen, die hier heimisch sind. Ich gehe folgendermaßen an die Sache heran. Ich schaue mal die Pflanze konkret an und gucke, welchen Nutzen sie im Allgemeinen bietet. Das heißt, unterstützt die Pflanze die Artenvielfalt bzw. auch die Biene, fördert sie den Humusaufbau und bereitet sie mir den Boden auf, sichert sie mir oder erhöht sie meine Erträge im Garten. Wenn diese Pflanze mehrere solche Punkte positiv erfüllt, dann sage ich, okay, ich baue sie an, auch wenn sie jetzt ursprünglich aus einem anderen Land bzw. auch Kontinent kommt. Auch solche kritischen und invasiven Pflanzen wie der japanische Knöterich kann man aus der Permakulturperspektive auch ganz anders betrachten. Sie wächst zum Teil dort, wo der Boden sehr stark verdichtet ist. Sie bildet dann sehr große Pfahlwurzeln, großes Wurzelwerk, verbreitet sich auch dementsprechend dort, bildet sehr viel Blattmasse und Grünmasse, um halt den Boden hier wieder aufzubereiten, wenn sie da ihre Aufgabe erfüllt hat. Dann übernehmen andere Pflanzen wieder andere Aufgaben und der japanische Knöterich wird dann wahrscheinlich von alleine wieder verschwinden. Das soll jetzt aber nicht bedeuten, dass ich die wahllose und invasive Verbreitung des japanischen Knöterichs befürwortet. Es soll einfach nur zeigen, dass ihr die Pflanzen euch individuell anschauen solltet, auch in permakulturellen Sicht und guckt, wie kann ich die Pflanze für meine Permakultur nützlich machen und sie nicht gleich verteufeln, nur weil sie jetzt zum Beispiel nicht heimisch ist, dass sie hier hergebracht worden ist und so weiter. Wir leben in einer globalisierten Welt und das lässt sich auch nicht mehr vermeiden. Der Kartoffelkäfer ist ja ursprünglich auch nicht hier bei uns gewesen. So viel zum Thema heimische Pflanzen. Viel wichtiger ist erstmal einen guten und soliden Boden aufzubauen. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wie du zum faulen Gärtner wirst, werde ich auch in der Endkarte zum Beispiel verlinken oder auch unten in der Videobeschreibung. Schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei, wo ich noch viele weitere Informationen, Content auch dir zur Verfügung stelle, wo du auch meine Angebote findest, zum Beispiel zu Kursen und auch Coaching zur Permakultur, wo du auch von meinen Erfahrungen mit profitieren kannst und hier nochmal zusätzlich Zeit sparen kannst, damit du auch in der jetzigen schwierigen Zeit unabhängig, autark und auch super gesundes Gemüse selbst anbauen kannst, ohne zum Beispiel Insekten, die da mit untergemischt werden. Auch meine Produkte wie zum Beispiel Sauerkraut oder eingekochte Tomatensauce sind auch frei von Insekten. Findest du auch den Link zum Shop auf meiner Webseite oder unten in der Videobeschreibung. Genauso wie Saatgut, was ich anbiete von meinem eigenen Permakulturprojekt. Altes Saatgut ist auch mit dabei, Samenfässer Saatgut, damit wir auch hier und auch hier immer wieder neue Samen nehmen kannst und die Sorte bestehen bleibt und wir so unabhängiger von den riesen Konzernen werden. Kommentier nicht vergessen zum Beispiel, wie du es zu diesem Thema heimische Pflanzen siehst, ob du vielleicht auch andere Exoten gerne mit anbaust und dort auch Erfahrungen hast. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt zum Thema Gesundheit entweder oder im Allgemeinen Garten, Permakultur und Selbstversorgung.